Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Das ist mein Schwager Dennis, der ist Tennistrainer und der zeigt mir heute, wie ich Tennis spiele. Schlag, schnelle Beinarbeit, schnelle Füße, zurück in die Mitte. Kannst du das nachmachen? Nochmal. Nein, hinlaufen nochmal. Ach so, hinlaufen. Hin zum Schlag, mach mir nach. Wir machen zusammen. Okay? Ausholen, laufen. Schlag. So, und jetzt, Achtung, stopp. Beim Schlag fängst du so an. Hier. Schlägerkopf ist unten. Das ist wichtig. Schlägerkopf unten, Oberkörper drehen, aus dem Rumpf zum Treffpunkt. Vom Treffpunkt hier aus nicht verdrehen. Von hier aus triffst du den Schlägerkopf, mit dem Schlägerkopf den Rahmen nach vorne, lang. Nochmal, vom Treffpunkt aus. Da. Hin. Ausschwingen bis an die Schulter hier hin. Ja. Okay, das heißt nochmal von hier aus. Wieso viel für mich am Anfang? Und schnell nach dem Schlag in die Mitte, Sidestep. Schlag, Sidestep. Wo geht der hin? Komm. Schlag, Sidestep. Schnellere Füße und Schlag, Sidestep. Und Schlag, Sidestep. Und nochmal das Gleiche. Immer wieder gleichmäßig, aber schnell. Komm. Jetzt wieder. Drunter. Sidestep, Sidestep, weiter geht's, Sidestep. Und zwei, komm. Hast du. Sidestep, 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 Mitte. Und drei. Und vier. Und letzter. Ich bin Profi. Gib mir den Vertrag verdammt nochmal. Guck mal. Unten den Schläger. Okay. Genau. Lange Arme, Schlägerkopf unten. Jetzt drehst du aus dem Oberkörper zum Schlag nach vorne. Hier vorne ist der Treffpunkt. Stopp. Langsam. Nochmal. Hier hin, stopp. Da. Das fühlt sich so ungesund an. Sagt jeder. Unreal, ungesund. Surrealistisch. Wackel mit der Hufte. So, jetzt hier lang die Arme vor dem Körper seitlich. Genau. Ab hier ziehst du den Schlägerkopf vorwärts lang an die Schulter ausschwingen. Ja. Okay. Wohin? Ja, wo ist der? Ich drehe in 360. Komm! Ja. Und nochmal. Durchschwingen. Zeig die Beine. So langsam. Oh ja, ja. Weiter. Sechs Lass Bälle mich, noch. Der Schläger ist kaputt. Sechs Bälle noch, macht nichts. Nicht nimm weiter. Bewegen, guck mal, da geht gar nichts mehr. An die das ist doch keine Schulter. Schulter ist hier. Junge, was, Mann? Komm. Das ist das Tempo, was du machen musst. Komm. Boah. Alex, nicht so. Nochmal, warte, guck mal, nochmal, schau mal. Lockerheit in den Beinen. Dein Bewegungsablauf. Ab hier auf Vorhand. Ab hier. Das ist besser jetzt. Locker. Und komm. Weiter, nicht lang. Warte, hier, noch ein, komm. Jetzt, weiter, scheiße. Jetzt locker, weiter. Ja, was ist das, Mann? Okay, weiter. Konzentriert. Weiter.
Warum muss ich das alle? Erste Übung, Sidestep, Seitenschritt, rein, rein, hier. Musst du immer gucken, dass du die Knie gespannt hast. Von hier aus Sprint bis an die erste Außenlinie, Ball, greifen, auf die Linie hier hinlegen. Das Ganze 4 oder 6 Mal. So, Training ist vorbei. Ich bin kaputt, habe auch echt geschwitzt. Ein paar Kalorien habe ich auch verbrannt. Jetzt gibt es noch ein paar Fragen an Dennis, was es so mit dem Tennis auf sich hat. Zum Beispiel, welche Muskeln trainiere ich eigentlich beim Tennis? Ja, in erster Linie beim Tennis trainierst du ja nicht unbedingt die Muskeln, sondern deine Ausdauer, deine Reflexe, die Geschwindigkeit, Sprints, explosive Kraft. Grundvoraussetzung natürlich ist, dass man die Grundschläge lernt, Vorhand, Rückhand, Aufschlag. Und damit weiterhin dann arbeitet auf Stabilität, Sicherheit, Geschwindigkeit, wie ich schon sagte, Sprints, Ausdauer sind die wichtigsten Sachen. A und O präzise sein beim Treffpunkt, vorne immer den Schlag vor dem Körper halten. Ja, das sind so die wichtigsten Punkte, die beim Tennis wichtig sind, denn das sind nicht unbedingt die Muskelkraft wie Aerodynamik. Das habe ich gemerkt, weil mit Kraft kommst du hier nicht so weit. Außer, dass du vielleicht die Lampen an den Decken runterholst. Aber ansonsten geht das eigentlich. Aber die wichtigste Frage, was macht man als erstes, wenn man Tennis spielen möchte? Das erste ist, man sucht sich einen Verein. Okay. Wo, in welchem Verein du in deinem Stadtteil, in der Stadt spielen möchtest. Im Winter hast du die Halle, so wie wir jetzt in der Halle sind. Im Sommer hast du die Tennis-Außenanlage. Meistens ist es Ascheplatz, Clay auf Englisch. Und der Trainer wird dir in der Gruppe zugeordnet. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, Tennis ist nichts für mich. Aber die andere Frage ist ja, man sagt ja schon, Tennis hat ja auch, ja, es ist doch vielleicht für den einen oder anderen gut Betuchten. Was kostet eigentlich so ein Schläger? Ein guter neuer Schläger, Hobbyspieler zwischen 150, Profischläger zwischen 200, 250 Euro. Und ein Tennisverein? Ein Tennisverein, eigentlich sind die Gebühren je nach Stadt und sicher je nach der Lage, in welchem Stadtteil das ist, sollte aber zwischen 100, die Vereinsgebühr zwischen 100 bis 200 sein, ungefähr, je nachdem. Also die Gebühr kann auch, jährliche Gebühr kann auch viel höher ausfallen. Und aber normalerweise 100 bis 200 Euro ist in Ordnung für den Verein, jährliche Gebühr. Und monatlich, je nachdem, in was für eine Gruppe. Willst du Vierergruppe, Zweiergruppe, Dreiergruppe? Willst du privat alleine spielen lernen? Da macht man am meisten natürlich Erfolge. Was kostet das pro Stunde? Privat kostet zwischen 30, 40 Euro die Stunde. Je nachdem, wo man auch in Deutschland spielen würde, in welchem Verein. Dann im Süden ist es natürlich, kann auch 50 Euro, 60 Euro die Stunde kosten. In Norddeutschland kann es auch durchschnittlich 30, 40 Euro die Stunde kosten. Super. So, Alex, der Tennisprofi, seine Karriere hat er jetzt hiermit beendet. Es war eine kurze Karriere, aber eine sehr erfolgreiche Karriere. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video. Wenn ihr mich das nächste Mal reiten sehen wollt, dann schaltet das nächste Mal ein. Wir sehen uns das nächste Mal.